Hat ja doch ganz gut geklappt. Und jetzt darüber. Das war ein bisschen zu früh abgesprungen. Eventuell auch ein bisschen zu früh an die Wand gegangen. So, das passt doch schon mal besser. Ah ja, da unten ist wieder so eine Gegnerfackel. So, und dann nach rechts. Und dann wieder nach oben. Da seid ihr. Sprecht leise. Dort unten ist der Feind. Wohl denn. Aber lasst euch etwas zu diesen Kisten einfallen. Sie versperren mir den Weg. Verstehst du jetzt? Genau das sind die Dinge, die uns aufhalten. Dinge, die uns aufhalten, das sind Sachen, die spielentscheidend sein werden. Also ich hab doch den Knopf gedrückt, was soll denn da? Was soll denn der Käse? Ich mach mal die Zeit langsam, gegen 3 wird's dann doch ein bisschen kritisch mit dem Ausweichen vielleicht. Obwohl, wenn ich die immer so wegtreten kann. Ich hab doch den Blockknopf gedrückt. Dieses Wegtreten ist eigentlich sehr nützlich. Denn dann habe ich ein bisschen Luft, um meine Gegner anzugreifen. Und auch aufzuspießen. Natürlich kann ich da Schaden machen, ohne dass die mir irgendwie Schaden zufügen können. Es sei denn, sie sind natürlich wieder mehr als 2. Dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit stattfinden. Komm schon! So. So, machen wir die Zeit wieder auf Normalkurs. Und kommen dann zum nächsten Problem. Mal sehen. Kann ich denn darüber springen? Ja, ich kann. Okay, einen konnte ich noch dahin raffen, bevor der Rest dann jetzt aufmerksam auf mich wurde. Na, dann machen wir nochmal die Zeit ein bisschen langsamer. Ich habe ja genug Sand. Oder es sollte genug Sand haben. Na, wenn er da drauf steht, kann ich schlecht gegen ihn agieren. Okay, ich mache da Zeit nochmal langsamer. Das ist aktuell der einzige Vorteil, den ich gegenüber den Sandmonstern habe. Okay, ich gehe doch mal lieber wieder ins Blocken über. Dann treten wir nochmal weg. Dann haben wir es nämlich nur noch mit einem zu tun. Huch, was war das denn jetzt? Jetzt bin ich weggeflogen, oder was? So, mal schön ins Blocken übergehen. Okay, ich nehme doch nochmal einen Sand. Denn ich könnte eine Zweitwaffe gebrauchen. Die ist jetzt während dem Kampf zu Bruch gegangen. Das war knapp. Aber den zweiten Schlag da von dem Heini konnte ich nicht mehr abwehren. Eigentlich wollte ich blocken und dann die Waffe aufnehmen. Aber wie, das sieht so aus, als müsste ich da jetzt ohne zurechtkommen. Ne, ich habe noch eine bekommen, sehr schön. Es ist schon wieder 3 gegen 1. Meint ihr nicht, es ist ein bisschen unfair, Jungs? Vor allem, wenn einer von euch immer am Blocken ist, ne? Hauptsächlich der, den ich angreife. Gefällt mir das natürlich überhaupt nicht. Huch. Da kommen hier immer mehr raus. Was soll denn das? Ich dachte, irgendwann ist Schluss.
Leute, wenn ihr die ganze Zeit blockt, können wir auch nicht weiterkommen. Hier mit dem Filmchen. Dann zögert sich das alles nur heraus. Ihr seid die Spaßbremsen Nummer 1. Ach komm, hier nimm da eine Waffe. Zack. Und jetzt gehen wir hier mal noch wieder zumachen. Ich sagte, wir gehen hier zumachen. Ihr habt 150 Sandkredite gewonnen. Yay, Kredite. Ich weiß noch immer nicht, wofür die da sind. Aber die werden schon ihren Grund haben, nicht? So, hier kann ich meinen Sand auftanken. Hier gibt's eine Kiste. Kann den Palast von hier aus sehen. Kommt her zu mir. Dann ist es ja nicht mehr so weit, nicht? Da hinten, da müssen wir hin. Dazu? Ne. Nein, klettern wir nicht hier rauf, sondern wir ziehen diesen Block nach hinten. Da das nicht immer geht und wir zuerst diese Töpfe hier wegmachen müssen, können wir auch gleich die Seite wechseln. So. So, welche Tür war das jetzt? Okay. Diese da. Brauche ich dazu Zeit? Bin ich durch? Ja, ich bin durch. Okay. Jetzt hätte ich aber doch gern ein bisschen Wasser. Na, hier ist zu mir erstmal eine Leiter. Das ist hier schon mal ein Anfang. Ist da hinter mir was? Nö. Ich hoffe ja auch immer wieder, dass ich so einen Zusatzweg finde, um die Lebensenergie zu erweitern. Endlich, wir sind zurück. Bitte, ich will nicht wieder dort hinunter. Ich will nicht wie die anderen werden. Habt ihr gehört? Wenn du dir einen Gefallen tun willst, sag nein. Fahrer, wir müssen uns beeilen. Sicher ist sie wohl auf. Seid ihr toll? Sie fleht um ihr Leben. Sie sprach von anderen. Nein, es gilt, keine Zeit zu verlieren. Gut, verweis sie in die Schranken. Es sind eure Untertanen. Ihr seid ihr Prinz. Wollt ihr sie in ihrem Leid allein lassen? Dieser schmierige Bastard hat mir alles genommen. Und die Gelegenheit, ihn zu strafen, ist günstig. Wollt ihr mich etwa aufhalten? Habt ihr etwa vergessen, was er euch antat? Aber ich... Ihr werdet von Schuldgefühlen geplagt, Fahrer. Er hat euch am Leid eures Volkes teilhaben lassen und ihr konntet nichts tun. Ihr tragt keine Schuld. Euer Verstand muss klar bleiben. Es ist nicht mein Verstand, dem die Klarheit fehlt. Ihr wollt nicht helfen. Mich könnt ihr nicht aufhalten. Ich muss den Visier töten und all dem ein Ende bereiten. Geht ihr hin und versorgt ihre Hiebwunden. Gut, dass wir die los sind. Sie hat uns nur abgelenkt, aufgehalten und in Schwierigkeiten gebracht. Endlich können... Hey! Es könnte ihr etwas zustoßen. Ich darf sie nicht verlieren. Nein, bitte. Wir sind so nah dran. Ja, und damit wird das Let's Play dann doch wieder 16 Teile länger. Ja, wir wollen weitermachen und zwar erstmal speichern. Und dann wollen wir weiter. Was war das überhaupt für eine Frage? Seid ihr toll? Natürlich bin ich toll. Sie hatte den Prinzen also in ihren Fängen. Er fürchtete um ihre Sicherheit. Auch wenn es nur ein Mensch war, so dachte er nun nicht mehr nur an sich selbst. Ist er jetzt nicht gestorben, weil er zu nah an der... Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt nicht gestorben wäre, weil er zu nah an der Balustrade da stand, dann wäre ich aber hier ausgerastet. Quasi an die Wand gegangen. An die Decke. Nicht an die Wand. An die Wand geht der Prinz.
Tür hat sich sehr geräuschlos geschlossen. Das muss man der Tür dann doch schon lassen. So, jetzt geht's wieder hier hastig voran. Vater darf mich keinesfalls so sehen. Angst, dass sie das Sturm ist. Der Wut. Aber ich finde es schön, dass sie zwischendurch immer mal wieder angeben, welche Moves man denn noch machen kann. Aua! Ja, ist gut, ihr könnt jetzt aufhören mit euren Messern. Das nervt. Was war denn mit der jetzt los? Oder dem? So, war das jetzt die letzte dann? Müssen wir nämlich noch einen Weg suchen, wie ich hier weitermachen kann. Weil ich denke mal, das hier ist der richtige. Viel Glück. Ja, das sieht richtig aus. Ist das notwendig? Ja. Bist du sicher? Ja. Fein. Verschwende deine wertvolle Zeit, meine Prinzessin. Ich kann mir vorstellen, was der Visier gerade treibt. Sicher baut er seine Armee aus und quält Babylonia. Oder er plant die nächste Eroberung. Dabei sollte er in diesem Augenblick sterben. Ich habe mein Ziel nicht vergessen. Ich hätte es fast geglaubt. Das sind schon wieder welche. Gut, also so weichherzig wie der Prinz dann im Endeffekt doch ist. Zumindest wenn es um Frauen geht. Ach, ihr seid gar nicht die Messerwerferin. Es ist aber schlecht für meine Gesundheit, dass ihr nicht die Messerwerferinnen seid. Verdammt. So wie das hier aussieht, geben die nämlich keinen Sand. Warum ist hier nichts da? Oh. Okay, einen Sand habe ich noch, um die nächste Ampulle zu bekommen. Komm schon, komm schon. Nimm ihn. Nein. Och nö, der hat ihn doch jetzt. Der hat doch zwei. Manu. So was finde ich doof. Der hat doch den Sand bekommen. Warum konnte der da jetzt nicht mehr noch mit dem Sand agieren? Kara darf mich keinesfalls so sehen. Das ist doch kacki. Dass sie dann alles nicht bevorzugen. Verkohltes Fleisch, stelltes Gesicht. Ja. Es ist natürlich auch richtig, dass ich diesen Kampf hier besonders gut abschneiden sollte. Denn dann verliere ich nicht so viel Lebensenergie. Kann dann schneller nach vorne in den neuen Kampf gehen. So, das aufsammeln und dann schnell wieder da hoch. Zum Glück ist dieser Abschnitt nicht so lange. Nochmals, viel Glück. Und ich kann meine Lebensenergie eigentlich immer wieder irgendwo auffüllen. Bist du sicher? Ja. Fein. Verschwende deine wertvolle Zeit mit der Prinzessin. Ich kann mir vorstellen, was der Visier gerade treibt. Sicher baut er seine Armee aus und quält Babylonia. Oder er plant die nächste Eroberung. Dabei sollte er in diesem Augenblick sterben. Ich habe mein Ziel nicht vergessen. Ich hätte es fast geglaubt. Ach so, ihr habt auch solche Ketten. Deswegen bleibt ihr immer so schön auf Distanz. Muss ich euch ganz schnell erledigen, sonst wird das hier nichts. Ah ja, jetzt sind die Messerwerferinnen wieder da. Hinter dir, Prinz. Aber die geben zumindest immer wieder schön Sand zurück. Das heißt, ich kann mich an denen so ein bisschen dann wieder auffüllen, wenn es sein muss. Okay, so. Was jetzt? Das hier bestimmt nicht. Hier auch nicht.
Ich nehme nochmal einen Sand mit. Da geht's nach oben, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ach, jetzt, das soll doch jetzt nicht an dem hier scheitern, oder? Dass ich den Weg nicht finde. Hallo. Gib mir doch mal ein Zeichen. Ich hasse sowas. Im ganzen Spiel bekommt man immer angezeigt, ja, als nächstes musst du da lang gehen und dann musst du darüber hüpfen und dann dies und jenes und sowieso und jetzt nichts mehr. Hier nicht. Ich habe auch keinen Sand mehr, mit dem ich mich wieder aufbauen könnte. Ach, plötzlich kriege ich dann doch angezeigt, dass ich irgendwo lang muss. Ich verlangsame mal die Zeit in der Hoffnung, dass es auch die Lebensenergieabzug verlangsamt.